Damen und Herren, der Minister ist in seinem Schlusswort auf den Titel des Antrags von Bündnis 90 Die Grünen eingegangen: Energiewende retten, EEG-Novelle nachbessern. Herr Jäger, auch aus Ihrer Einlassung und Einbringung zu dem Antrag heraus ist schon das ist der Antrag schon konterkariert, weil das Ergebnis, was uns jetzt vorliegt mit dem Beschluss der Bundesregierung vom Mittwoch dieser Woche, nachdem sich am Montag die Bundesregierung mit den Bundesländern auf diesen Entwurf des EEG 2016 verständigt hat und geeinigt hatte, kann ich hier an der Stelle für meine Fraktion sagen, dass dies eine gute Nachricht ist für den Erfolg, für den weiteren Erfolg der Energiewende in Deutschland. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich darf an dieser Stelle aus der Begründung zu dem Gesetzentwurf zitieren, um auch nochmal die Ziele zu benennen. Als zentraler Baustein der Energiewende soll der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch von derzeit rund 33% auf 40 bis 45% im Jahr 2025 und auf 55 bis 60% im Jahr 2035 steigen. 2050 soll der Anteil bei mindestens 80% liegen. Die erneuerbaren Energien übernehmen daher langfristig die zentrale Rolle in der Stromerzeugung. Durch dieses Gesetz wird das EEG auf Ausschreibung umgestellt. Künftig wird der in EEG-Anlagen erzeugte Strom grundsätzlich nur noch bezahlt, wenn die Anlagen erfolgreich an einer Ausschreibung teilgenommen haben. Zu diesem Zweck wird die Bundesnetzagentur die Zahlung für Strom aus neuen Anlagen regelmäßig ausschreiben. Dabei werden die Ausschreibungsvolumen so bemessen, dass der Ausbaukorridor 40 bis 45% Anteil der erneuerbaren Energien im Jahr 2025 eingehalten wird. Ich finde für meine Fraktion, und meine Fraktion findet das einen richtigen Schritt. Alle Experten, mit denen wir im Gespräch waren, haben uns bestätigt, dass so ein gravierender Prozess der Umstellung der Energieerzeugung in einem Land nur erfolgreich sein kann, wenn es in geordneten Strukturen vonstatten geht. Und das verlangt, so wie wir es immer in einem energiepolitischen Dreieck dargestellt haben, nämlich die Umweltverträglichkeit, die Netzsicherheit, die Versorgungssicherheit und die Wirtschaftlichkeit. Und auf die Wirtschaftlichkeit will ich auch noch eingehen. Herr Jäger, es ist verständlich, wenn Sie so ein Stück weit mit der Branche auch sehr nahestehend verbandelt sind, dass Sie die Mengen des Zubaus insgesamt auch im Auge haben, aber wir viel zu selten über die Preisentwicklung gesprochen haben. Der Minister ist darauf eingegangen und hat gesagt, dass also eine Preisanpassung auch erfolgen soll. Und das ist außerordentlich wichtig. Denn, und das möchte ich nochmal auch hier ganz deutlich hervorheben, im Jahr 2003 betrug die EEG-Umlage für einen Haushaltsstromkunden in Deutschland 0,41 Cent je Kilowattstunde. Im Jahr 2011 betrug sie bereits 3,53 Cent. Und derzeit beträgt sie 6,35 Cent die Kilowattstunde. Einen vierköpfigen Haushalt belastet sie mit 220 Euro pro Jahr. Hinzu kommen die Umlagen nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, nach dem Energiewirtschaftsgesetz, die Stromsteuer, die Konzessionsabgabe, das Netzentgelt, die Mehrwertsteuer und die Kosten für die Beschaffung und den Betrieb. Für das Jahr 2015 summieren sich die Kosten auf 28,71 Cent je Kilowattstunde, während die reinen Beschaffungskosten 7,05 Cent betragen. Allein die sogenannten Redispatch-Kosten, also die Kosten, die für den Strom aus EEG-Anlagen anfallen, der nicht abgeleitet werden kann, betrugen im letzten Jahr 1 Milliarde Euro. Und dass sie nicht abgeleitet werden konnten, das ist genau diese Verzahnung zwischen Zubau und Netzausbau. Wenn das nicht im Einklang geht, laufen die Kosten weiter auseinander. Und aus diesem Grunde hat auch die Bundesnetzagentur darauf hingewiesen und gewarnt, dass diese Kosten sich auf 4 Milliarden Euro im Jahr erhöhen können, wenn der notwendige Netzausbau zur Ableitung des Stromes nicht zügig voranschreitet.
Der Bau der neuen Stromtrassen verzögert sich allerdings auch aufgrund dessen, dass auf bestimmten Trassen Erdkabel verlegt werden sollen. Die Netzausbaukosten werden allein dadurch für diesen Bereich verdreifachen. Damit werden die Kosten für den Netzausbau in den nächsten Jahren insgesamt dramatisch ansteigen. Hinzu kommt, dass neue Planungsverfahren und Genehmigungen den Ausbau verzögern, sodass mit der Fertigstellung der Stromtrassen erst 3 bis 4 Jahre später als geplant zu rechnen ist. Auch vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, bis in den Jahren 2025 auf akzeptablen Ausbaustufen zu bleiben und nicht unkontrolliert zuzubauen, um genau diese Redispatch-Kosten zu erhalten. Ich weiß auch, Frau Schwenke, es wird der Vorwurf kommen, die CDU-Fraktion ist gegen die erneuerbaren Energien. Das ist gerade nicht der Fall. In all den Jahren, in denen wir hier dieses Thema besprochen haben, haben wir uns immer an dem energiepolitischen Dreieck haben wir das dekliniert. Und das war für uns eigentlich der Rahmen dessen, wie die Energiewende stattzufinden hat. Und da hat sich auch nichts daran geändert. Und ich finde, das ist auch im Abbild der EEG-Novelle zu erkennen. Sehr geehrte Damen und Herren, dies vorangestellt möchte ich noch einmal betonen, wie wichtig es ist, preisdämmend zu wirken. Gerade deshalb hat sich meine Fraktion immer wieder für das energiepolitische, ich wiederhole mich, Dreieck von Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Versorgungssicherheit im Bereich der Energieversorgung ausgesprochen. Derzeit wagt niemand, die Entwicklung der erneuerbaren Energieumlage oder des Netzentgeltes zu prognostizieren. Deshalb ist es notwendig, das Erneuerbare Energiengesetz regelmäßig zu überprüfen und den Ausbau der erneuerbaren Energien mit dem Netzausbau und der Entwicklung von Speichertechnologien zu synchronisieren. Und auch dieser Aspekt ist in der Novelle des EEG aufgefasst, dass man also zusätzliche Energie in Power-to-Heat einspeisen kann. Es nützt weder dem Klimaschutz noch dem Bürger noch der Akzeptanz der Energiewende, wenn Strom aus erneuerbaren Energieanlagen erzeugt wird, der dann letztendlich nicht abgeleitet werden kann. Allein die Inbetriebnahme der Offshore-Anlage Borwick 3 in der Nordsee in diesem Jahr wird die Energiekunden aufgrund des fehlenden Netzanschlusses mit 700 Millionen Euro jährlich belasten. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Fraktion begrüßt ausdrücklich die Anfang der Woche beschlossenen Maßnahmen zur Umsetzung der EEG-Reform 2016. Ziel muss es also sein, die Kosten für die Endverbraucher, aber auch für den Mittelstand und der energieintensiven Energie so gering wie möglich zu halten. Insgesamt bleibt zum vorliegenden Antrag festzustellen, dass aufgrund der jüngsten Entwicklung erst einmal abgewartet werden muss, inwieweit sich die Partnerländer wie zum Beispiel die USA oder China an den Beschlüssen des Weltklimagipfels von Paris halten. Unabhängig davon ist das nicht in Frage zu stellen, die Erklärung, die die Bundesrepublik Deutschland abgegeben hat in Bezug auf Klimaschutz, dass auch die Ziele auch einzuhalten. Das will ich hier nicht in Frage stellen. Gleichzeitig muss zur Kenntnis genommen werden, dass gerade die Europäische Union die Klimaschutzziele mittels der Wiedereinführung von Kernkraftanlagen umsetzen will. Wir haben alle davon gehört. Hier gibt es meines Erachtens erheblich mehr Diskussionsbedarf als zwischen Bund und Ländern. Wie ich bereits ausführte, hat es Anfang der Woche eine Einigung zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern zur EEG-Reform 2016 gegeben. Damit ist auch Punkt 2 Ihres Antrages hinfällig. Insgesamt vertritt meine Fraktion die Auffassung, dass die Akzeptanz der Energiewende durch überbordende Kosten sowohl im Bereich der EEG-Umlage, aber noch mehr im Bereich des Netzentgeltes nicht in Frage gestellt werden sollte. Deshalb begrüßen wir alle Anstrengungen der Bundesregierung, die Kosten im Rahmen zu halten, um so das Gelingen der Energiewende und die Umsetzung der Beschlüsse des Weltklimagipfels von Paris zu gewährleisten. Den vorliegenden Antrag lehnen wir ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Eifler.